Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing und heute geht es um das Thema Fehler im Verkauf und meiner Meinung nach der größte Fehler, der kommt jetzt, also dranbleiben, bis gleich. Ja, der größte Fehler im Verkauf in der Neukundenakquise ist meiner Meinung nach folgender. Also grundsätzlich überlegt sich ja ein Unternehmen, das eine Lösung verkaufen möchte, erstmal, okay, wo ist das Problem? Ja, denn ohne Problem ist die Lösung relativ nutzlos. Ja, das ist erstmal der erste Schritt. Das ist ganz normal bis dahin. Dann überlegt sich das Unternehmen, okay, welche Lösung kann ich bieten, dass dieses Problem löst bei meinen potenziellen Kunden. Dann im zweiten Schritt überlegt sich ein Unternehmen, okay, wo sind meine potenziellen Kunden? Was ist meine Zielgruppe? Ja, zweites, die dieses Problem haben. Also zweiter Schritt, Zielgruppe. Ja, oder Interessenten oder potenzielle Neukunden. Und dann im dritten Schritt, ganz klar, möchte ich natürlich diese Zielgruppe, diese Interessenten in Kunden verwandeln. Und meiner Erfahrung nach, der größte Fehler ist folgender, dass wenn ich mir einmal hier die Gedanken gemacht habe, was es für Probleme gibt und welche Lösung ich anbieten könnte, und die Zielgruppe dann herausgefunden habe, dass ich dann nur noch mir hier in meinem gesamten Marketing und in meinem ganzen Marketingaufwand, meiner Marketingstrategie, nur noch Gedanken mache, wie ich diese Lösung in mein Portfolio strukturiere und verpacke und dann vermarkte. Und ich mache mir nicht immer wieder neu aufs Neue Gedanken um das eigentliche Problem, denn das Problem hier, das ist im ständigen Wandel, das bleibt nie gleich. Schmerzpunkte von gestern sind vielleicht nicht mehr die Schmerzpunkte von heute oder die Schmerzpunkte von morgen. Das heißt, das hier muss ein ewiger Cycle sein, ja, denn das hier ist eine Variable, die Probleme, der Faktor Problem, daher muss ich meine Lösung konstant anpassen. Und in meinem Marketing, in meiner Neukundenakquise, telefonisch oder per E-Mail oder wie auch immer, über das Internet, muss ich immer das Problem in den Vordergrund stellen und nicht meine Lösung. Denn, wie ich es gerade gesagt habe, die Probleme ändern sich und dann passt vielleicht die Lösung nicht mehr oder es gibt Probleme, von denen ich noch gar nichts weiß, wo ich meine Lösung dann anpassen müsste. Und das ist der größte Fehler von vielen, dass sie einmal das Problem im Markt identifiziert haben, sich eine Lösung dazu entwickeln und diese dann am Markt vertreiben, in die Marketingstrategie insgesamt, Neukundenakquise, Telefonakquise etc., E-Mail-Akquise mit einpacken, die Zielgruppe bedienen und diese dann den Kunden umwandeln. Und dass das hier die Variable, das ist nicht eine ständige Variable, ist, wo man immer wieder aufs Neue per Telefonakquise, per Kaltakquise immer wieder sozusagen die Schmerzpunkte der potenziellen Kunden, also der Zielgruppe, die sich auch immer ändern kann, herauszufinden, das ist meiner Meinung nach der größte Fehler. So, das war's für heute und wenn ihr euch interessiert, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch und für weitere Videos einfach den Kanal abonnieren und dann freue ich mich aufs nächste Video, euer Thomas Klein und ciao.